Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Bunker Hill. Ja, wir werden ein wenig was einkaufen. Wir werden nochmal zurück nach Good Neighbor. Das heißt, dazwischen, zwischen dem Einkaufen und dem nach Good Neighbor gehen, werden wir noch ein bisschen was schlafen. Damit in Good Neighbor auch wieder Sachen vorhanden sind, wir brauchen ballistische Faser. Und zwar ein bisschen mehr davon, als wir schon haben. Und wir brauchen auch etwas, mit dem wir handeln können. Also werden wir ein paar Drogen vielleicht herstellen, aber vielleicht auch ein paar Fallen. Denn wir haben festgestellt, das mit den Fallen ist gar nicht mal so schlecht. Wo ist die Laborstation? Hier ist sie. Das ist gar nicht mal so schlecht, diese Fußangeln hier zum Beispiel. Na, die Vergifteten sind etwas mehr wert. 40 Kronkorken bekommen wir dafür. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, wir sind sowieso ständig überladen, also ist das Gewicht jetzt nicht so tragisch. Ansonsten würde ich ja doch schon Jet, beziehungsweise sogar Jet Boost empfehlen. Ja, das ist doch etwas besser für unterwegs, aber wir sind überladen und von daher spielt das jetzt nicht so eine Musik. Die Bärenfalle Blutung, das macht sehr viel Spaß, die zu verkaufen, weil sie einen Wert von 100 mitbringt. Verkaufen können wir sie dann für 80 Kronkorken, aber die wertvollen Federn und die Zahnräder, da sind wir meistens doch ein bisschen geizig dafür. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir stellen einige von diesen vergifteten Fußangeln her. Und zwar ordentlich, damit wir schön handeln können damit. Ansonsten können wir natürlich gerne wieder zurückgreifen auf unser Wasser, aber wir sind ja vor allem noch dabei, unsere Versorgungsrouten anzulegen. Ja, und das bedeutet, wir haben noch nicht so ganz Zugriff auf alle Wasservorräte. Wobei es bis jetzt so aussieht, als würde das Wasser aus Sanctuary Hills zum Beispiel nicht verteilt werden auf andere Siedlungen, was ja in der Vergangenheit oft so scheinbar zumindest gewesen ist. Wir haben auf einmal in Siedlungen, die eigentlich gar nicht so viel Wasser hatten, sehr viel Wasser gefunden. In Sanctuary Hills war dafür wenig Wasser oder gar kein Wasser sogar. Und zum Beispiel in der Red Rocket Raststätte hatten wir auf einmal 500-600 Teile Wasser. Kann ja nicht sein. Kann ja nur aus Sanctuary Hills kommen. Aber im Moment können wir schlecht darauf zugreifen. Wir können nach Sanctuary Hills wieder laufen, Wasser holen. Aber das ist doch ein weiter Weg, den ich ja mag. Wir gehen ja auch ganz gerne mal andere Wege. Und wir entdecken ja auch immer Neues zwischendurch. Von daher langweilig wird's mit Sicherheit nicht. Aber dennoch wollen wir weiterkommen. Also wir sind, wenn mich nicht alles täuscht, gestern, also in der letzten Folge, bis County Crossing gekommen. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher gewesen, wie wir mit der Route weiterverfahren. Es wird wohl etwas zickzack gehen. Ich tippe mal drauf, dass wir von County Crossing, ja, ich tippe mal drauf, ich bin schon mal sicher, dass wir von County Crossing nach dem Versteck des Mechanists verbinden werden. Aber dann von dort aus wird es ein bisschen haarig, sage ich mal. Vielleicht wird es Nordhagen Beach werden, aber dann vom Nordhagen Beach wird es wieder eine Zickzackroute. Ich tippe mal drauf, vom Nordhagen Beach werden wir wohl nach der Finch Farm, von der Finch Farm wahrscheinlich dann nach Gutshaus Grove. Ich kann es allerdings nicht versprechen, wir müssen uns da den Plan gleich nochmal angucken. Mit gleich meine ich später, wenn wir in County Crossing zum Beispiel sind, beziehungsweise ja viel eher im Versteck des Mechanist. Dann haben wir allerdings noch eine Verbindung stehen zwischen County Crossing und dem Versteck des Mechanist. Diese Verbindung habe ich mir gestern Abend so überlegt nach den Aufnahmen, dass wir die Verbindung doch einmal trennen, denn dann haben wir es einmal ordentlich. Wir sind ja jetzt sowieso dabei, alles neu und ordentlich zu machen, schön mit Waffen die Versorger auszurüsten und mit Kleidung auch. Also werden wir zusehen, dass wir das trennen. Das Schöne daran ist ja, dass man dann pro Siedlung vielleicht einen, vielleicht auch mal zwei, ich meine hier zum Beispiel das Landhaus an der Küste und wahrscheinlich die Sunshine Tidings Kooperativ, da werden wir vielleicht zwei Versorger haben, weil die Versorgungsrouten dann aus Far Harbor bzw. aus Nuka World kommen. Ansonsten
haben wir pro Siedlung dann nur noch einen Versorger. Ja, und wir wissen dann ganz genau auch, woher er kommt, wohin er geht und was er so bei sich hat. Und da können wir dann vielleicht auch mal ein bisschen im Auge behalten, wie oft er in Kämpfe verwickelt wird. Das sehen wir dann hoffentlich an der Munition, die er verbraucht. Oder an den Versorgungsrouten schlimmstenfalls, die dann unterbrochen werden. Aber das jetzt mit dem Herstellen dieser vergifteten Fußangeln, die wir ja auch selber ganz gut gebrauchen könnten, ja, das ist doch etwas anstrengender natürlich, als einfach nur das Wasser aus den Werkstätten herauszunehmen. Dennoch machen wir das ein paar Mal, wie man sieht. Geht unser Stahlvorrat schon ganz schön runter. Ich glaube, wir hatten sowas um die 17.000, jetzt sind es gleich nur mehr 14.200. Aber bis dahin soll es dann auch erstmal reichen. Oh, ein paar können wir noch. Ja, 5 Einheiten Stahl. Das Schöne ist allerdings, dass wir von Stahl ja ordentlich was kaufen können. Also große Ladungen Stahl können wir ja kaufen. 240er sind nicht selten. So, dann sollte das jetzt damit erstmal reichen. Nur ein kleiner Blick hier auf unsere Jet-Produktion. Auch da könnten wir ja schon wieder ganz gut was reißen, da könnten wir schön was herstellen, aber das schenken wir uns jetzt. Wir haben jetzt erstmal diese vergifteten Fußangeln. Damit hoffe ich, dass wir lange und viel herstellen können. Dann gehen wir zum Test jetzt einmal nach Depp. Ansonsten ist scheinbar kein Händler hier, also keiner aus Bunker Hill hier. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Gut, während Curie ihre Daten löscht. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, solltest du es dir mal ansehen. Alles Roboter, was? Alles von Robotern betrieben. Haha, wunderbar, Willkommen Depp. Zurück. Möchtest du handeln? Wollen wir handeln? Ja, wollen wir. Klar, ich schau's mir an. Wenn dir was gefällt, greif zu. Mein Angebot wechselt ständig. Oh, Depp. Und wir werden wieder ganz schön pleite bei Depp. Was wir kaufen können in Zukunft, das sind diese Impro-Waffen, die hoffentlich nicht allzu teuer sind, aber wir bekommen Aluminium daraus. Und das ist ja ein weiteres Problem bei uns, dass wir wenig Aluminium hatten in der letzten Zeit. Es wurde natürlich von Siedlung zu Siedlung, von Verbindung zu Verbindung besser. Dennoch fehlt es uns an Aluminium. Dann habe ich mir auch noch überlegt, wir haben ja jetzt auf unserem Weg sehr oft die Werkstätten, die wir da passiert haben, geplündert. In Anführungsstrichen, es sind ja unsere Werkstätten. Aber wir haben ja alles rausgenommen. Und ja, irgendwann hatten wir vielleicht schon mal die Idee, die Sachen zentral irgendwo zu lagern. Nun, die Idee finde ich gar nicht so schlecht im Nachhinein. Ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, wir werden in Zukunft alles in Sanctuary Hills lagern. Also wenn wir Waffen haben oder, ja, das ist ganz gut, dann weiß man immer, wo man hin muss. Ich meine, das haben wir ja bis jetzt auch gemacht. Also können wir daran auch ruhig weitermachen damit. Aufbereitetes Wasser, wie man sieht, haben wir nicht, aber wir haben eine Menge von diesen Fußangeln hergestellt. Da sind sie und wir würden 25.088 Kronkorken dafür erhalten. Ja, die gehen schneller weg, als man sie herstellen kann, diese Dinger. Und wir geben mal ein kleines Trinkgeld. Depp wird es danken, hoffe ich. Sie weiß das wahrscheinlich zu schätzen. Dann schauen wir uns, natürlich auch immer. Hey, habe ich hier randaliert? Ich wollte nicht. Bei unseren Kleidungsverkäuferinnen, da schauen wir uns auch immer um. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Wir benötigen noch so viele Postbotenuniformen. Ich glaube, es liegen noch gut 10 bis 15 Siedlungen vor uns. Und wir haben, glaube ich, nun mal eine Postbotenuniform, was sehr wenig ist. Armeeuniformen für unsere Wachen können wir eigentlich auch immer kaufen. Da kann man nichts falsch machen. Den Milizhut neuerdings kaufen wir immer. Und saubere blaue Anzüge. Ja, warum nicht? Wenn sie sauber sind, gerne doch. Und Unterhemd und Jeans für unsere Köche, verblasstes Visier, eventuell für unsere Smokingträger, die Barmänner oder Frauen. Ja, da hat sie
leider keine Postbotenuniform und ich frage mich, ob wir vielleicht dann doch, wir werden wahrscheinlich sogar auf die schmutzigen Postbotenuniformen zugreifen müssen, zurückgreifen müssen und die dann verteilen müssen, was ich sehr schade finde. Jetzt sind wir so weit gekommen und haben einfach keine sauberen Postbotenuniformen mehr. Immer wieder spiele ich dann auch mit dem Gedanken, das ist aber wenig, was wir dafür bekommen, oder? 32? Wert sind sie 40? Naja, das geht. Oh, Moment. Suchst du was zum Anziehen? Und abbrechen. Ja, ich spiele immer mehr. Lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Ich spiele immer mehr mit dem Gedanken, dass wir doch mal die Pritwin besuchen, weil ich da nämlich auch hoffe, dass wir dort Händler haben. Allerdings, wenn es mit der Pritwin so ähnlich wie mit dem Institut aussieht, dass man da dann erstmal umständlich hinreisen muss. Ich weiß ja gar nicht, wie man da drauf kommen soll. Mit einem Aufzug wird man hochgebeamt, wird man hochgeflogen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe da auch nicht gespoilert bisher und finde das auch super, dass ich noch nicht weiß, wie funktioniert das eigentlich mit so einer Pritwin. Gut, unsere Siedlerin hier bekommt kein Trinkgeld, kein Tipp für sie. Und wir schauen nochmal nach dem Schrott hier. Bist du nicht einer dieser Synths, hoffentlich die dich ausspionieren nicht. Wollen. Ja, genau. Ausspielen. Hey. Nein. Möchtest du ein bisschen handeln? Im Hintergrund, die Ghoulfrau. Klar, ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Ja, ein Angebot, wie schön. Ja, wenn das auf der Pritwin, wenn das so ähnlich ist, wie gesagt, wie mit dem Institut, dann werden wir da wohl kaum hin. Jetzt weiß ich nicht, ob auf dem Institutsgelände, ob da Händler rumlaufen, die ballistische Faser verkaufen. Dann wird sich das eventuell wieder lohnen, wenn das große Ladungen sind. Aber so ist uns das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum wir da nicht so oft hingehen. Ist das zu umständlich? Ich meine, wenn wir nach Good Neighbor oder nach Diamond City gehen, da wird ja auch geladen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Dennoch sträuben wir uns scheinbar zum Institut zu gehen, um dort einzukaufen. Vielleicht sollten wir das in dieser Folge mal ausprobieren. Wir sind doch hier ziemlich zentral. Ja, da gehen die vergifteten Fußangeln aber hurtig runter. Das passt schon. Ja, wir Der gehen Markt schlafen. Ist das weiße Moment. Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Ja, die schicken Säulen übrigens. Wo sind sie? Diese Säule? Ah ja. Ja, okay. Es sind Säulen. Sie könnten schicker sein, aber ja, nun. In dieser Welt sind sie schon sehr schick. 24 Stunden wollen wir schlafen und dann nach Good Neighbor. Und wir haben zu wenig, oder, von den Fußangeln? Ach, ich würde ja so gerne auch diese Bärenfallen herstellen, weil echt, das macht richtig Spaß, die zu verkaufen. Aber die sind so, naja, teuer in der Herstellung ja nicht. Aber ich sagte es ja schon öfter, die Sachen sind zu wertvoll einfach. Ach, Wert 48, Wir sind aber auch geizig, oder? Wie viel? Wir haben nur 410.000 Kronkorken. 411.000 fast. Das ist... Wir könnten mehr haben schon. Ja, ja. So ein Geizhals. Naja, Kronkorken sind Kronkorken. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Oh mein Gott, wenn wir die eines Tages, wenn uns die mal einer klaut, alles. Wenn man morgens wach wird und man hat null Kronkorken. Oh, das wäre aber übel. Den würden wir suchen. Und wir würden ihn vielleicht sogar finden. Es ist ja ungewöhnlich, dass jemand so viele Kronkorken bei sich hat. Ich fühle mich wunderbar erholt. Natürlich haben wir jetzt Hunger und Durst. Curie ist wunderbar erholt, hat hoffentlich auch ihre Daten Mit so ein bisschen ausgemistet. Ziemlich gut. Und wir essen und trinken erstmal was, dann geht's nach Good Neighbor. Für ballistische Faser. Vielleicht sollten wir den Hundekäfig hier reparieren, aber wir haben, glaube ich, einen Streuner schon hier rumlaufen. Vielleicht sollten wir eine Hundehütte mal irgendwo hinstellen. Haben wir doch schon, oder? Vielleicht werde ich Da läuft er. Oder mach eine Scharfschützenausbildung. Ja, so ein Streuner will er auf dem Markt. Hier ist ziemlich viel los. Da ist er ja total überfordert.
Reizüberflutung. Bauen wir ihn lieber hier bei den Brahminen was hin. Da kann er schön immer was schnuppern. Oder, ja, hier stört doch eine Hundehütte nicht. Ach, hier ist doch die Hundehütte nicht. Die ist doch bei Dekorationen. Dekorationen und Sonstiges. Da niest er wieder. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass wir hier schon eine Hundehütte aufgebaut haben. Na, so läuft jeder davor. So ist es vielleicht etwas platzsparender, aber so kann er nicht so schön da rausgucken, wenn er da drin liegt. Warum schubst du? Hä? Wir wollen doch hier gerade euch eine Hundehütte hinstellen. Die schwebt mir zu sehr in der Luft vielleicht. Ah, hier im Schatten ist doch gut. Am Wasser, da kann er gleich was trinken. Naja. Ja, okay. So bleibt es jetzt. Am Maisfeld. Das kann er dann gleich düngen. Da hat er so kleine Maisbäumchen vor sich. Das sind keine Bäumchen, das sind... Ach, und wir stehen jetzt dann beim Pumpen wieder eben in der Hundehütte. Das ist auch nicht so gut. So ist das schon besser. Hundi hat eine Hütte und er mag seine Hütte. Hat keine gute Aussicht hier auf den Verkaufsstand. Wir müssen uns da noch einen anderen Platz für aussuchen. Aber erstmal hat er ein Dach über den Kopf. Ein Dach über dem Kopf ist ja doch immer... Ganz schön auch für Hunde, für Streuner. So einen Bärendurst. Oh Moment, wir haben ja gar kein Bärenkostüm. Deswegen haben wir einen Adrettendurst. Der adrette Gentleman sitzt auf unserem Kopf. Ja, Wasser. Aufbereitetes Wasser. Ein Teil aufbereitetes Wasser. Schön habt ihr geerntet hier Mais, Melonen und alles. Das ist aber zu wenig zum Verkaufen. Kronkorken sind genug zum Rausnehmen. Und Schrott lassen wir euch mal da drin jetzt alles. Wir haben schon wieder ziemlich viel Schrott bei uns im Inventar. Aber jetzt soll es losgehen. Essen können wir noch in Good Neighbor. Nach Good Neighbor eben. Ja, und dank unserer schönen Rüstungsteile sind wir auch super schnell. Obwohl wir überladen sind. Das hatte ich auch noch nicht. Aber gut, wir wollten nur mal gucken, was da in dieser Erste-Hilfe-Box ist. Oh, ein Versorger ohne Mütze. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar doch. Und es ist der, der von der Burg kommt. Burg Bunker Hill. Und er hat... Hat er sich die Gamma-Patronen hier selber geschnappt oder haben wir ihm die gelassen, hat er die vorher schon gehabt? Ja, deswegen, wir sollten die nächsten Versorger leer räumen. Und dann kann man immer sehen, was die so noch gesammelt haben unterwegs. Also ich glaube, naja gut, er könnte die wirklich schon selber gehabt haben, die Waffe. Aber er hat die anderen Waffen noch nicht. Er kam in keinen Kampf bis jetzt, was mich ein bisschen wundert. Denn um die Burg herum wimmelt es ja doch von Supermutanten, Raidern und Myalux. Aber er ist wahrscheinlich wie wir. Er rennt einfach dran vorbei. Kümmert sich da gar nicht groß drum. Ja, und das ist auch ganz gut. Der Weg hier nach Good Neighbor von Bunker Hill aus gesehen, der ist auch... relativ friedlich. Also jetzt, nachdem wir ihn schon einige Male gelaufen sind, ist hier relativ ruhig. Überall. Kein Hund hier. Gut. War das ein Gesuch, als wir zum ersten Mal Bunker Hill, also Good Neighbor hier, als wir das zum ersten Mal gesucht haben. Eieiei. Ja, wobei ich gestehen muss, es ist uns jetzt auch nur die Route von Bunker Hill ausgeläufig. So, aus anderen Richtungen hätten wir immer noch Probleme, Good Neighbor zu finden. Hey. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Jagd. Selbstschutz. Tut mir leid. Ich vergaß. Wir müssen doch was essen. Köterkeule. Köterkeule finde ich sehr gut.
Und jetzt? Hey, Cleo. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Na gut, dann schauen wir uns das mal an. Dann lass mal sehen, was du so hast. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Na, ihr seid sie mir hier. Impro-Scharfschützengewehr, da haben wir doch zum Beispiel was. Da müsste normalerweise auch Aluminium drin sein. Also nehmen wir das mal. Ja, hier ist sogar in diesen Kampfgewehren ist richtig viel Aluminium, aber die kosten auch ordentlich was. Ich glaube, da lohnt sich das weniger, die zu kaufen, aber wir haben genug. Also von daher können wir die beiden ruhig kaufen, das ist doch nicht so tragisch. Die kurzen Waffen haben, glaube ich, kein Aluminium, deswegen können wir die auch da lassen. Die, bei den Modifizierten, da haben wir schon eher Erfolg, da könnte was bei sein. Und ich glaube langsam, dass wenn wir hier diese, zum Beispiel diese Trommelmagazine abbauen, dass die Mods, die bleiben ja hoffentlich dann bei uns. Weiß ich gar nicht, aber so viele Mods, wie wir haben, die müssten eigentlich bei uns bleiben. Und die könnten wir dann vielleicht sogar für die 556er, für das Sturmgewehr verwenden. Hier das zum Beispiel. Allerdings, wenn wir das jetzt modifiziert hier kaufen können, ist das vielleicht auch die schlechteste Idee nicht? Hatte ich ja auch schon mal überlegt, ob wir nicht schon modifizierte Waffen kaufen sollen. Ja, bei diesem schallgedämpften Mächtig-Impro-Revolver bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wie es aussieht, kann man diesen Schalldämpfer nicht auf eine 10 mm dran schrauben. Also das sieht ja ganz anders aus. Aber dennoch kaufen wir das Ding jetzt mal. Und wie gesagt, so ein paar modifizierte Waffen. Oh ja, Plasmagewehr, warum eigentlich nicht? Was kann die eigentlich? Ist auch schon taktisch optimiert und feurig? Ja, wir haben jetzt so viele Plasmawaffen bei uns. Also wenn hinten jetzt irgendwie noch so ein, ja, so ein Kolben dran wäre, so ein Rückstoßdämpfer, ja, wenn so etwas dabei wäre. Na gut, vielleicht kaufen wir doch das Sturmgewehr mal. Wir sind spendabel wohl in Ausgabelaune. Und das war's dann damit. Armeehelm, ja, den nehmen wir mal für unsere Wachen eventuell. Wobei ich mehr dafür bin, ballistische Faser, wunderbar. Wobei ich mehr dafür bin, dass wir... Na, den Fusionskern brauchen wir nicht. Unseren Wachen dann diese Kampfrüstungshelme geben. Wo ist die Fusionskern-Sache hier? Den brauchen wir nicht. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier unsere Fußangeln loswerden. Schon mal ein paar wenigstens. Ja, das klappt ja schon mal gut. Daisy wird wieder ein gutes Geschäft an uns machen. Wollen wir denn überhaupt nach Daisy oder wollen wir hier mal in Good Neighbor drei Tage schlafen? Mehr Stoff oder mehr Alkohol, auf Daisy verzichten wir vielleicht... Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Ah. Danke nochmal. Und? Bist du hier, um was zu kaufen? Na, Bücher sind so wichtig, das haben wir doch gerne gemacht. Handeln wir. Ja, ich schau's mir an. Du kannst zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Ja, auch hier, sie hat ja richtig schöne Waffen schon. Hier bräuchten wir gar nicht mehr viel dran zu ändern. Da hätten wir die ganzen Mods schon dran. Also an dieser 10mm Waffe hier. Ja, und für Aluminium. Nur für Aluminium. Das ist zum Beispiel was ich meine. Das sieht doch ganz interessant aus. Und das kaufen wir auch mal. Nachtsicht und panzerbrechend mit... Vorne mit, also hier das Sturmgewehr mit vorne Schalldämpfer drauf. Ach, das kaufen wir jetzt auch mal. Wir sind wohl in Ausgabelaune, also. Interessanter sind vielleicht die Sachen. Vielleicht hat sie ja noch irgendwie eine Postbotenuniform. Nein, hat sie leider nicht. Schade aber auch. Knusprige Eichhörnchen, ein bisschen lecker.
Und wahrscheinlich werden wir den gesamten Schrott hier kaufen. Sie hat immerhin Kupfer und Kristall. Schaltkreise auch noch. Och. Und sie macht ein Riesengeschäft an uns. Oder wir gehen gleich rüber und stellen doch noch hier ein wenig Jet und Jet Boost her. Ja, das ergibt jetzt nicht so viel Sinn, denn hier haben wir keinen Zugriff auf unsere Versorger, auf unsere anderen Siedlungen. Somit haben wir hier also wenig Dünger. Von daher wird das schon etwas problematisch mit der Jet-Herstellung. Hätten wir doch mal in Bunker Hill machen sollen. Ja, komm, ein paar Fußangeln können wir ihr ja noch geben. Dann war's das aber schon. Ja, und sie hat wieder ein Riesengeschäft an uns gemacht. Vielleicht können wir, ja, wir haben ja doch einiges an Raider-Sachen dabei. Na gut, dann werden wir das schon mal los. Das können wir dann ja auch jetzt hier loswerden, verkaufen. Ja, schade. Aber das ist ja nichts Neues in Good Neighbor. Da werden wir immer ziemlich pleite. Ja, möchten wir denn jetzt zu unserem Kent gehen und dort 24 Stunden schlafen? Wir müssen, glaube ich, dreimal 24 Stunden schlafen. Es kann aber auch mit dem letzten Patch geändert worden sein. Ich habe so den Eindruck, dass das jetzt viel schneller geht, dass die Händler wieder Material haben. Wir können es ja jetzt mal ausprobieren. Also erstmal gehen wir eine Nacht schlafen. Ja, die Gute wird stinkreich durch uns. Oder? Bitte? Curry? Was? Ist die Kehle trocken? Dann geh rüber ins Third Rail. Wir gehen erstmal nach Kent, schlafen 24 Stunden, gucken, ob dann Cleo wieder was hat und werden uns zurückhalten bei Daisy. Sie hat, finde ich, schon mehr als genug an uns verdient. Ich glaube, die Händler, die verkaufen das doch für den dreifachen Preis oder den doppelten auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher schon. So kommt es mir zumindest vor. Kent. Kent sagt auf jeden Fall jetzt auch was Neues. Er entschuldigt sich nicht mehr. Es war einfach toll, Shroud in Aktion zu sehen, auch wenn es nur kurz war. Ja, er hat sonst nämlich immer gesagt, er hat keine neuen Modifikationen für uns. Und mittlerweile sagt er jetzt doch was anderes. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch, weil wir irgendetwas ausgelöst haben mit unseren Siedlungen. Das kann natürlich auch immer sein. Als wir die Versorgungsrouten aufgelöst haben, dass da dann jetzt die Trigger neu gesetzt wurden oder so etwas. Warum eigentlich nicht? Ich würde so kleine Tricks einbauen, vielleicht, wenn ich damit was zu tun hätte. So, 24 Stunden sind um. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Curry. Wir sind gut ausgeschlafen und Curry jammert auch nicht rum, dass sie weiter schlafen möchte. Wir gehen jetzt mal gucken, ob Cleo vielleicht nach 24 Stunden schon neue Sachen hat. Damals hatten wir das ausprobiert in Diamond City. Da was? Haben wir. Ist die Kehle trocken? Dann geh rüber ins Third Rail. Okay, da haben wir festgestellt, dass wir 3 Tage und Nächte brauchen, bis die Händler wieder neue Waren haben. Keine Sorge, ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Handeln wir. Dann lass mal sehen, was du so hast. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Und eine Nacht reicht nicht, wie man sieht. Du stehst mir in der Sonne, Püppchen. Das war jetzt ein bisschen schnell. Ich habe auf die Kronkorken unten geachtet. Wenn sie keine Kronkorken hat, dann hat sie in der Regel auch keine neue Ware bekommen. Also gehen wir noch eine Nacht schlafen. Aber das machen wir dann jetzt auch nur noch einmal. Eine weitere Ladung ballistische Faser würde ich ganz gerne mitnehmen. Und wahrscheinlich werden wir dann aber doch noch mal... Na?
werden wir dann doch nochmal von County Crossing hierher und nochmal ballistische, also eine dritte Ladung ballistische Faser noch kaufen. Ja, das mit den Postbotenuniformen, das wurmt mich ein wenig. Dass es jetzt also keine mehr zu geben scheint, keine sauberen, die schmutzigen davon haben wir ja genug. Schade aber auch, dass man keine Waschmaschine hat, dass man die da einfach reinschmeißen kann oder irgendwie in einen sauberen Fluss oder eine Wanne oder so. Müssen wir wirklich aufstehen? Oh, Curie, jetzt haben wir uns müde geschlafen, was? Ja, das kann man ja auch haben. Das ist mir auch schon passiert. Am Wochenende hatte ich das ja immer ganz gerne mal, gerade sonntags länger liegen zu bleiben. Und so nach 18 Stunden wird man dann, da kommt man gar nicht mehr raus dann irgendwie. So, zwei Tage sind vergangen. Cleo, ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Klar. Ich schau's mir an. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Und ja. Nach zwei Tagen jetzt. Nach zwei Tagen hat sich schon wieder neues Zeugs. Ja, von den Aluminiumsachen hoffe ich, davon haben wir erstmal genug. Ja, da kann man eigentlich nicht genug haben. Die Versorger bekommen ja jeweils drei Waffen, die wir modifizieren mit Aluminium. Plus die Machete, also vier Waffen. Aber das soll jetzt erstmal reichen. Wenn wir dann was brauchen, dann wissen wir ja, wir können diese Waffen, diese Impro-Gewehre und sowas kaufen. Ballistische Faser, darauf kommt es an. Zwei Tage, eigentlich könnten wir doch nochmal hier schlafen gehen. Geplant ist es ja nicht, wie ich vorhin sagte. Und unsere Kronenkorken, wir haben kaum mehr Kronenkorken. Da müssen wir auch drauf aufpassen. Ja, wir können auch nichts mehr verkaufen. Das Zeugs, was wir jetzt haben, das brauchen wir alles selbst. Und Daisy, da bin ich jetzt nicht dafür, oder? Dass wir bei Daisy nochmal 10.000 Kronkorken lassen. Ach, wir haben jetzt sowieso einen vollen Preis bezahlt, weil wir total überhungert sind, wahrscheinlich ausgehungert. Und das wird wahrscheinlich jetzt am Charisma gezerrt haben, oder? Ja, Charisma minus 1, wow. Ja, dann Cleo kann sich freuen, da haben wir richtig Kohle dagelassen diesmal. Ach komm, einmal können wir noch zwei Tage schlafen, oder? Einmal zwei Tage. Was wir nicht alles tun für ballistische Faser, aber wir werden so viel ballistische Faser noch brauchen für unsere Siedler. Ja, das sollen ja die Siedler nach und nach dann alle verbesserte Kleidungsstücke bekommen, die dann auch benannt werden, schön nach Siedlung. Ach. Ja, und wenn wir das dann alles geschafft haben, dann heißt es, dann steht in der Werbung Fallout 5. Stören wird's mich nicht. Ich fand, New Vegas war doch dann sehr schnell durch und die Wartezeit, ja, das hat dann doch schon gedauert. Und es gibt natürlich andere Titel auch, aber ja, mein Herz liegt ja an Fallout schon, seit Fallout 3. Ah, davor die Titel. Ich spiele ja immer noch mit dem Gedanken, auch die davor mal zu Let's Playen. Ich habe mal... Ein weiterer Tag an deiner Seite. Guten Morgen, Curie. An deiner auch. Ich habe mal, bevor der Kanal hier wieder aktiviert wurde, da habe ich ja öfter mal reingeschaut in die ersten Teile von Fallout. Ja, es ist schön, es macht Spaß. Es ist eben gerade dieses Handelsmenü, das Kaufen, Tauschen, Sammeln, das ist ja schon seit dem ersten Teil quasi so. Der Pip-Boy, Maulwurfsratten. Nun, die Grafik ist natürlich ein bisschen eine andere. Wobei, für wann kam der erste Teil raus? Ich glaube 1997, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ach mein Gott, das war eben so. Da hatte man noch eine andere Grafik zu der Zeit. Da war man aber ganz schön schon begeistert da von der Grafik. Aber das ganze Menü, dieses Pip-Boy-Menü, ich glaube, der Wetz war da nicht auch schon da? Ich will nicht lügen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, das war, glaube ich, schon immer Bestandteil, meine ich.
Ja, und das Skillsystem. Das ist definitiv schon da gewesen. Die Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod. Oh, Moment, Moment, Moment. Diesmal denken wir dran, wir haben Hunger. Und Durst. Wo sind unsere Nudelschalen? Da sollten wir doch ordentlich was dabei haben. Ha, 59 Nudelschalen. Ja, da können wir aber mal richtig uns den Bauch füllen, den Wanst. Ja. Gut hydriert sind wir, mehr wollten wir doch gar nicht. Hallo, Cleo. Cleo. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Und auch darüber habe ich mir öfter Gedanken gemacht, wenn man jetzt nur um Handel zu betreiben so oft schlafen geht, man wird ja auch nicht jünger. Und da habe ich ja auch schon öfter vielleicht gesagt, das spielt gar keine Rolle mehr. Das ist, wir sind 200 Jahre alt, also wir haben uns schon gut gehalten. Und wahrscheinlich sind wir jetzt sowieso durch die ganze Strahlung, die hier in der Luft liegt, sowieso schon halb ghoulisch. Wer weiß. Wir werden wahrscheinlich noch 1000 Jahre alt. Ja, Cleo. Daisy ist hier die Teure. Aber da gehen wir auch noch mal gucken, ob sie vielleicht jetzt Kleidungsstücke hat. Jetzt hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Ich darf zuerst, wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Ja, haben wir gerade drüber geredet. Wir haben auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Sieht man das nicht? Klar, ich schau mal, was du hast. Ich hab von allem ein bisschen was. Naja, wir haben uns etwas besser gehalten als du, Daisy. Das liegt vielleicht... Wir waren vielleicht nicht ganz so oft in der Sonne, ich weiß nicht. Woran das liegt? Baseballschläger haben wir doch genug jetzt von. Ach, Waffen, da gucken wir auch vielleicht... Ja, das hier hätte ich doch ganz gerne. Ach, Daisy. Daisy hat... Militäruniform brauchen wir nicht mehr. Das verblasste Visier. Daisy hat immer was... Da wird man immer ganz kribbelig. Da will man doch... Da kann man nicht Nein sagen. Antimikrobielle Kräuter zum Beispiel, die findet man ja auch nicht überall. Hundefutter in der Dose braucht man immer. Naja, den Wein schenken wir uns mal, da haben wir schon genug gekauft, das reicht. Ach, Daisy, 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 sollen wir nochmal 10.000 Kronkorken bei dir lassen? Na, jetzt ist hier schon wieder so viel weg, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Ja, zum Versteck des Meckernis, da wollen wir ja auch noch hin, also... ja, machen wir das jetzt schnell. Komm, wir kaufen hier jetzt nochmal den Schrott auf, schaden kann es nicht, wir werden ihn sowieso brauchen. Wir werden sowieso noch öfter einkaufen müssen und was man hat, das hat man dann schon mal. Und man merkt, es geht schon wieder langsam voran hier. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass unsere Schrottliste, unser Inventar so voll ist. Hilfsmittel, diverses, Schrott. Ja, das wird ohne Ende schon sein. Jetzt sieht man ja nur, oben sieht man in der Liste ja jetzt nur die Sachen, die wir gerade kaufen. Okay. Sie hatte jetzt aber auch keine Postbotenuniform. Ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Ja, was erzählst du das mir? Riechst du das? Was? Das ist Freiheit. Ah, okay. Das riecht wie immer, aber ja gut, wenn du das sagst, vielleicht ist er ganz neu hier. Ja komm, eine Siedlung müssen wir neu verbinden. Das müssen wir wenigstens schaffen. Das heißt, wir sollten einen Bogen um Bunker Hill machen, direkt nach County Crossing laufen und die Verbindung zwischen County Crossing und dem Mechanist, dem Versteck des Mechanists, aufheben, damit wir die neu anlegen können. Damit es ordentlich ist. Oh, vor uns wird geschossen?
gut, das betrifft unseren Weg wahrscheinlich jetzt weniger. Es wird irgendeine Seitengasse sein, oder? Oh, und Seitengassen gibt es hier ja en masse. Ja, auch die Railroad, auch da lassen wir uns ja nicht ganz so oft blicken. Ich denke, es hat auch damit was zu tun, bei dem Institut und bei der Railroad wahrscheinlich dann auch. Bei der Railroad definitiv, ja, man geht da ja dann erstmal durch einen Raum, dann geht man unten durch diese Kanalisation halb, wenn man das so nennen kann. Und dann geht man nochmal ins Hauptquartier, also es wird dann zweimal geladen wenigstens, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen abschreckend. Oder der Weg dorthin, ich weiß nicht. Good Neighbor, da ist ja die Tür direkt angrenzend nach Boston und bei dem Juwel, bei dem Grünen. Muss man sich von Tag zu Tag haben. Diamond City, da ist es ja auch so. Die Tür geht ja gleich, da braucht man ja nur durchzugehen. Das heißt, das ist dann eigentlich nur die Faulheit. Deswegen macht man das nicht. Nun gut, was wir vielleicht jetzt machen können, bevor wir hier auch wieder so viele Kronkorken lassen, schauen wir doch mal nach. Aufbereitetes Wasser immerhin. Ein aufbereitetes Wasserteil ist hier drin. Nein, 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 nein. Herstellen, Waffen. Nein, so geht das nicht. Entschuldigung. Wenn Reparaturen nötig haben sollte, Laborstation. Die nötigen Fähigkeiten zu haben. Wollen wir unseren Geiz mal überwinden und schnell ein paar Bärenfallen herstellen, ja? Oh, das mit dem Stahl, so schnell wird das auch nicht mehr, was wir da jetzt gerade so ausgegeben haben. Wie sieht es denn aus mit den Drogen? Wie viel Dünger haben wir denn mittlerweile? Ja, es ist ein bisschen was dazugekommen. Komm, dann machen wir lieber einen auf Jet, auf Chem-Händler, auf Drogenhändler. Und stellen da lieber ein bisschen was her. Das größere Problem hierbei ist ja immer Plastik. Aber da haben wir doch jetzt in den, wie heißen die, General Atomics Galeria. Da haben wir doch die Bowlingbahn gefunden. Und da ist doch so viel Plastik, dass wir uns da holen könnten. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel mitgenommen, als wir letztens da waren. Ja, das sollte doch dann auch wieder reichen. Also das sind bestimmt, weiß ich nicht, 400 Teile Plastik holt man da doch bestimmt raus. Und da kann man ja schon wieder, Moment, wir können was anderes machen noch, fällt mir gerade ein. Ich meine nicht, dass wir es nötig hätten, aber wir können ja ein paar Erfahrungspunkte mehr erhalten, wenn wir einen Eichhörnchen-Eintopf genießen. Ja, und man sieht, das dürfen wir nicht immer vergessen, 105. Das bedeutet 105 Trefferpunkte. Das bedeutet, wir bekommen auch diesen Bonus darauf. Eben mehr Erfahrungspunkte. 2%. Naja, bei der Menge, was wir jetzt herstellen, ist das schon was, was wir herstellen wollen. Auch hier nochmal, wie schon vor einigen Folgen vielleicht gesagt, das wäre gar nicht so schlecht, wenn man so eine programmierbare Tastatur hätte, oder? Könnte man das hier wahrscheinlich einmal starten mit E und dann bräuchte man nicht immer hier zu tappen. Geht man, holt sich irgendwie einen Dr. Pepper, ein Bierchen, geht kurz Fernsehen, irgendwas oder geht einkaufen, wenn man einkaufen geht und kommt wieder und hat dann alles hergestellt. Aber so geht's auch. Und man sieht links oben, was da eben verbraucht wird. Wenn man da immer drauf achtet, dann weiß man auch bald, dass im antiken Globus Plastik sein muss oder im Bügeleisen Dünger. Nein, Plastik. Natürlich. Ja, wir müssen uns noch die Kräfte einteilen ein bisschen. Ich schätze mal, wir gehen bis 400 runter. Denn wir machen natürlich wieder Jet Boost draus. Da bekommen wir noch ein paar Kronkorken mehr dafür. Ja, komm, der noch.
Und dafür brauchen wir auch noch Kraftempfänger. Das ist auch ein gutes Training für die Finger. Ich weiß nicht, wofür man es sonst gebrauchen kann. Vielleicht zum Gitarrespielen? Ich weiß nicht. Ja, dann müsste man aber schon im Takt bleiben hier. Aber das kann man gar nicht, weil es manchmal kommt so und manchmal so. Also das ist von der Geschwindigkeit des Titels ja auch abhängig. Da schafft man einen Takt, schafft man da nicht. Das habe ich schon ausprobiert an gewissen Stellen. Also nicht unbedingt bei der Jet-Herstellung, auch sonst. Ja, weil das Fenster sich ja unterschiedlich manchmal öffnet. Scheinbar gibt es da so eine Art Frame-Einstürze oder so, obwohl das sehr stabil läuft. Ach mein Gott, ich und meine Frame-Einstürze. Jetzt höre ich aber auch mal auf. Das läuft so wunderbar seit dem Patch 1.9.4. Das Einzige, was bei mir ist, und da habe ich ja schon in den Kommentaren gelesen, dass ich da wohl der Einzige bin, der damit zu kämpfen hat. Das Einzige, was bei mir ist, der Titel landet jetzt doch verdächtig häufig auf dem Desktop, also stürzt öfter ab bei mir. Das wird aber eher an meinem Computer und meiner Hardware liegen oder daran, dass ich die Folgen eben aufzeichne. Das kann natürlich auch nochmal sein. Aber es ist schon sehr häufig, dass der Titel jetzt auf dem Desktop landet. Kurioserweise passiert das überhaupt nicht, wenn ich schlafen gehe. Also wenn wir hier oft schlafen gehen, dann, ja, das kommt auch schon mal vor. Vielleicht meint man das dann auch nur. So, aber im Allgemeinen nochmal, genau wie in den Kommentaren auch zu lesen war, er läuft super flüssig jetzt seit dem 1.9.4-Patch. Hey, ich bin nicht entspannt. Ich hab da Gartenschöpfen lassen. Da sind wir gleich fertig. Und warum verkaufen wir das jetzt? Sollten wir eigentlich nach Daisy gehen und uns da unser Geld wiederholen? Warum verkaufen wir das jetzt an unsere Händler hier, frage ich mich. Ja komm, Depp. Depp kann ein paar Drogen gebrauchen. Das ist nicht so schlimm. Ah, Gunnel, ja. Carla. Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Ja, woher weißt du das? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich verkaufe immer gern. Cool, wir haben eine Infektion. Da sind wir wenigstens nicht allein. Schlagstock? Nein. Ha, Leguan am Stiel, 40 Kronkorken. Ja, bin ich denn Krösus? Ja, da ist sie wieder, die Marotte. Es tut mir leid, natürlich, darauf kommt es auch nicht mehr an. Wir können das natürlich kaufen, aber 40 Kronkorken für Leguan am Stiel, das stellen wir lieber selber her. Aber alles andere ist egal. Waffen, Munition, so unsinnige Sachen manchmal dabei. Hier den Kochtopf bräuchten wir wahrscheinlich gar nicht zu kaufen. Da, 250 Stahl, immerhin. Ach Gottchen, sollen wir die Gleisbolzen nochmal kaufen? Ja, komm. Bevor wir gar nichts hier kaufen, kaufen wir wenigstens die Gleisbolzen. Ja, dann habe ich gehört, Gammel Carla, du magst ganz gerne Jet Boost. Also haben wir doch da ein bisschen Jet Boost für dich. Au. Oh. Ja, Wasserhandel ist immer noch das Beste. Da kann man mir sagen, was man will. Sie bekommt ein bisschen Tipp von uns. Ein kleines Trinkgeld. Ich frage mich, wie das hier vor all dem. Mir gefällt es hier. Du bist ein bisschen rausgekommen jetzt gerade, oder, Curie? Willkommen zurück. Möchtest du handeln? Zum Beispiel. Klar, ich schau's mir an. Wenn dir was gefällt, greif zu. Mein Angebot wechselt ständig. Na gut, na gut, na gut. Er wechselt ständig, ja. Dann hat sie vielleicht irgendwann auch mal eine saubere Postbotenuniform für uns. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Ja, ich sehe auf die Zeit. Es ist ja noch nicht vorbei. Wir können ja noch viel machen in 10 Minuten. Kann ja viel passieren noch.
Aber das wird knapp jetzt mit dem, was wir dann so noch geplant haben für diese Folge, also wenigstens eine Verbindungsroute aufzubauen. Nun, wenn nicht, dann machen wir das in der nächsten Folge. Es läuft ja nicht weg. Die Verbindungsrouten laufen nicht weg, die sind morgen auch noch getrennt. Aber vielleicht schaffen wir das doch noch. So, jetzt mal sehen. Auch Depp möchte vielleicht ein bisschen was von unserem Jet Boost. Ja, sie will alles. Bestätigen. Ja. Karotten verkaufen. Ja, gut. 2000 bekommen. Ja, 1000. Ja, wovon. Der Wasserhandel ist echt noch das Allerbeste, was man machen kann. Mais wäre auch nicht schlecht. 5 Kronkorken bekommen wir da pro Mais. Munition kann man ja nicht mehr herstellen. Das konnte man ja in New Vegas. Ich sag mal, das war dann so eine Steigerung noch. Mit der Munition und dem Essen. Und ich vermute mal, dass Fallout 4 jetzt auch nur so ein Testlauf ist. Das eigentliche, was dann kommt, ist dann wahrscheinlich dann Fallout 5. Da wird hier jetzt wahrscheinlich nur geguckt, wie das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt gewollt ist mit dem Baumenü und so. Ja, das ist gewollt und dann können wir da ja richtig reinhauen für Fallout 5, vermute ich mal. Ich hoffe es. Bisher war es ja so, habe ich auch letztens nochmal schon mal drüber gesprochen. Bis jetzt war es ja immer so, dass bei Fallout immer eine Schippe oben drauf gelegt wurde. Der nächste Teil hatte dann das und noch oben irgendwas Neues noch hinzu, irgendwas drauf. Finde ich gut. Und wir gehen jetzt schlafen. Nein, gehen wir nicht. Ja. Wir gehen jetzt nochmal einkaufen bei unserer Händlerin hier. Bin beschäftigt. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Wir haben so wenig Kronkorken jetzt. Laborkittel, das ist doch schon mal was. Oh, 2 von diesen blauen. Sauberes blaues Kleid, na klar nehmen wir das mit. Unterhemd und Jeans, auch das. Okay, und wir gucken gar nicht, was wir ihr verkaufen können, denn wir können ihr, denke ich, gar nichts mehr verkaufen. Was wir noch kaufen können, ist etwas Schrott. Keine Zeit zum Reden. Willst du was kaufen? Richtig. Klar, ich schau's mir an. Hier ist mein Angebot. Oh, das überfällige Buch, na, das lassen wir jetzt mal hier. Den Schrott nehmen wir aber schon mit. Ein Beutel Düngemittel. Oh, da hätte ich jetzt gerne mal drauf geguckt, wie viel Dünger wir da rausbekommen aus so einem Beutel Düngemittel. Die Ladungen Holz, das gefällt mir. Und Stahl auch, da kann man schön was bauen nachher. 250er Ladungen. Ja, warum keine ballistische Faser so große? Und dann sind wir nachher mit der Pritwin beschäftigt und da gibt es dann 3 Händler, die große Ladungen, manchmal 4 250er Ladungen an ballistische Faser verkaufen. Und ein Händler verkauft Kleidung, der hat 60 Postbotenuniformen. Ja, so kann es kommen. Ich weiß es ja nicht. Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob werden. Ja, da hast du recht, mein kleiner Junge. Oder bist du ein Mädchen? Mac. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Also in der Grundschule kannte ich jemanden, der Mac hieß und das war kein Mädchen. Wie lange schlafen wir jetzt eigentlich? Nein, ich weiß, das ist ein Mädchen. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Mädchen. Kann man immer schlecht sagen in dem Alter, oder? Ach, so richtig Gedanken möchte ich mir nicht darüber machen, Scharfschütze werden oder Arzt. Das sind doch die typischen Mädchenträume. Als kleine Mädchen möchte man entweder Scharfschütze werden oder Arzt. Wäre es ein Junge, hätte er gesagt, ich möchte Rennfahrer oder Astronaut werden, oder? Ist das jetzt... Mir wurde ja vorgeworfen von meiner Praktikantin mal damals, ich sei sexistisch oder was, wenn ich so etwas sage. Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist doch ganz normal, dass man sowas sagt. Ich glaube, manche Leute sind einfach zu pingelig. Die wissen auch nicht so ganz genau. Oh mein Gott.
Das kann ich mir wieder anhören, dann, wenn sie das dann hier jetzt hört. Ach, dann sage ich überhaupt nichts mehr, so. Ich muss es mir sowieso angewöhnen, einen Satz vorher, das meine Gedanken zu beenden, auszusprechen. Was wollte ich denn jetzt hier? Getrunken haben wir, essen müssen wir gar nicht, dann können wir doch gleich los, ist doch gut. Moment, wir können hier nach Kai gehen, dachte ich. Sie ist aber gar nicht da, die Ärztin. Ja, ja, und ich bin sexistisch und dann nenne ich meine Ärztin Kai. Also da weiß ich zufällig, da kenne ich ganz viele, die Kai heißen und keine Frauen sind. Aber ich höre jetzt schon auf, ich rede mich da ja nie wieder raus. Bitte einen Blick drauf, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Infektion breitet sich aus und so. Wurde verprügelt. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Die Kratzer, ja. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein. Alles gut? Was war's? Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay. Ganz schön groß. Scheint wirklich was zu werden. Curie findet... Was findest du groß? Hast du gerade mit mir geredet, Curie? Ja, danke für das Kompliment. Das macht aber auch der Hut. Der Zylinder, Oswald Zylinder, den wir jetzt gar nicht tragen im Moment. Kennst du die Farm, die von Guten? Das scheint dann nur so. Wahnsinn, oder? Ja? Ja, wir nehmen hier Tatos mit für Kleber. Was ist eigentlich mit Kleber? So, jetzt aber. Kleber, was damit ist? Ja, Kleber klebt. Ansonsten ist Kleber ganz günstig. Ja, hier läuft schon ein Versorger von uns. Wir haben keine Postbotenmütze für ihn. Wir brauchen gar nicht zu gucken. Es ist der vom Bunker Hill nach County Crossing. Wie schön. Und das Ödland ist auch, also das Commonwealth ist auch viel belebter. Kann man hier schlafen gehen? Nein. Jedes Mal gucken wir da, glaube ich. Ja, mit Kleber sieht es so aus, dass das ja auch noch Mangelware geworden ist bei uns jetzt, nachdem wir uns mit den Versorgungsrouten hier beschäftigen. Da hatten wir ja durchaus dann schon irgendwo kleine Engpässe oder größere sogar. Tatos fehlten, Mutabeeren, bisher noch keine Karotten oder Mais. Ich glaube, Mais brauchen wir noch dafür oder Wasser hat auch nicht gefehlt, so groß. Aber das mit dem Kleber, das war ja auch mal interessant. Was ist hier los? Die sind schon drin in eurer Siedlung. Wie sind sie da über die Mauer gesprungen? Na, wir haben hier auch wieder was gebaut. Mama mia, wenn wir hier bauen, können wir alles wieder abreißen. Was? Worauf schießt ihr? Da unten ist ein Raider. Ja, komm. So ein Geballer auf einen. Der tut mir ja schon leid. Ja, und das frage ich mich sowieso, was er hier macht. Oh, der alte Stockton. Da hat ihn jemand wieder was zugesteckt. Da hat ihn jemand befüllt. Ja, was macht denn dieser X6-88 oder andersrum? Was macht der eigentlich hier die ganze Zeit? Der hat doch hier... Wir haben ihn hier nicht hingeschickt. Na, ihr habt kein Wasser hier, oder? Wie solltet ihr auch? Aber kurioserweise, als die Versorgungsrouten standen, hatte diese Siedlung auch mal richtig viel Wasser. Aufbereitetes Wasser 95 ist ja schon mal mehr als gerade in... Ihr wisst schon, wo wir gerade waren. Ach komm, wir nehmen jetzt einmal alles hier raus, oder? Wie wir es auch bei den anderen Siedlungen zuvor gemacht haben. Und bis auf den Schrott könnte man hier alles rausnehmen und... Ja, Munition, diese Munition muss ja nicht unbedingt hier drin bleiben. 5 mm Plasma, naja. Das muss nicht sein. Wird nur übersichtlich da drin. Und bei den Waffen, ja, da haben wir alles rausgenommen vorher. Ja, ich finde auch, wir sammeln das lieber ein und lagern es zentral. Noch können wir ja genug tragen. Genau wie bei den Hilfsmitteln gleich, nur der Schrott bleibt drin. Da kommt vielleicht sogar noch ein bisschen was dazu. Und die Kleidung. Ja, warum haben wir hier so viel Kleidung? Ja gut, die Kampfrüstungen könnten drin bleiben. Ansonsten
Ja, das ist auch noch aus den ersten Stunden, liebe Welt da draußen. Wir haben in den ersten Stunden das ja nicht besser gewusst. Und wussten auch nicht, wie das sich nachher dann anfühlt, wenn wir hier rumlaufen und alles voll ist mit Zeugs für uns und unsere Siedler. Hier ist so viel zum Verkaufen drin und einfach immer rein. Es ist so unübersichtlich dann. Ja, aber unsere Liste im Pip-Boy, die wird ja auch nicht übersichtlicher. Dafür waren wir doch letztens erst in Sanctuary Hills, haben die Liste etwas verkleinert, damit wir da die Sachen besser finden. Ja, jetzt haben wir es wieder kaputt gemacht. Also die Kampfrüstungen bleiben scheinbar drin. Sehe ich das jetzt richtig? Machen wir das so? Oh nein. Oder teilweise. Was ebenso drin bleibt. Ja, das Gute ist, wir sind ja jetzt so fit. Wir brauchen ja auch hier jetzt nicht mehr unbedingt so viel Stimpaks und alles in der Siedlung. Das war ja auch immer... Ach, von Siedlung zu Siedlung hat man sich gehangelt. Und war dann so froh, dass man da ein bisschen was hatte. Was ist hier in der Kiste für Sanctuary Hills? Die ist schon leer, die Handelskiste ist voll und die Siedlerkiste hier unten wahrscheinlich. Ja, da haben wir schon so halbwegs angefangen, die Sachen auch zu benennen ordentlich. Ja, das wird aber alles später dann passieren und das war auch etwas. Wir haben es nie geschafft, die Ärztin hier umzukleiden. Dann hatten wir mal einen Laborkittel und dann ging es dann nicht mehr. Wo haben wir denn hier eigentlich... Haben wir gar nicht. So ein Vault-Take-Besucherverwaltungssystem. Haben wir das hier nicht aufgebaut? Wie es aussieht? Nein. So viele Tatos. Wir helfen mal bei der Ernte. Erntehelfer. Oha. Klingenkorn außerdem auch noch. So, jetzt seid ihr aber gleich wieder hungrig, was? Ja, das ist ja gut, wenn man erntet, aber wenn lass uns ein paar Sachen die Siedler tauschen. Immer hungrig sind, das ist ja auch nicht so schön. Ja, schnell nochmal nachgesehen und dieses Terminal, dieses Verwaltungssystem aufgebaut. Nachgesehen, wie das jetzt eigentlich aussieht mit unserer Gemüsestärke. Tatos haben wir genug, Muterbeeren haben wir genug, Mais braucht man dafür noch. Danach wollte ich gucken. Ja, 1606 Einheiten Wasser haben wir irgendwo rumzulegen und Tatos könnten wir noch mehr gebrauchen. In der Tat. Ansonsten, ja, wenn wir das so... Ja, wenn wir das brauchen, dann haben wir es. Also, jetzt geht es schon mal sehr viel besser. Klebermangel wird so schnell wohl nicht entstehen. Wo stellen wir denn so ein Besucherverwaltungssystem hin? Ich bin dafür, da wir sowieso hier nochmal Hand anlegen werden, im großen Stil nämlich an diese Siedlung, bin ich dafür, dass wir den schön irgendwo sichtbar aufbauen. Allerdings brauchen wir auch Energie dafür, vielleicht direkt hier am Eingang. Oder hier so, ja, warum nicht direkt hier, okay. Oh, da scheint die Sonne, da knallt die Sonne voll drauf hier auf das... System. Da sieht man ja nicht mehr so gut. Wo ist eure Karawane? Keine Karawane. Ah, das müssen wir dann wirklich in der nächsten Folge machen. Dann machen wir das so. Wir laufen nochmal rüber zum... Sechs Wachen habt ihr hier. Nicht schlecht. Acht Farmer, ja. Wir laufen rüber zum Versteck des Mechanist. Und kappen dann erstmal von dort aus dann die Verbindung. Ich schätze mal, dass wir von dort aus einen Händler haben, einen Versorger haben.
Außenposten Simonia wird angegriffen. Ja, sobald die Siedlungen nicht mehr miteinander verbunden wird sehr viel öfter auch angegriffen, wie man merkt. Jetzt müssen wir natürlich schon in die richtige Richtung gehen zum Versteck des Mechanist. Das ist ja eigentlich nicht so schwer zu finden. Eigentlich. Das ist doch mal eine kurze Strecke zum Versteck des Mechanist. Auch da können wir noch mal ein bisschen Handel betreiben. Das finde ich ganz schön. Und ich erinnere mich ganz am Anfang, wie sollen wir das denn wiederfinden hier? Da haben wir hier so einen Teller und so eine Schaufel einfach hingeworfen, weil wir kein Bier hatten. Irgendwie wollten wir das markieren, damit wir wissen, dass wir hier hin müssen. Ja, es hat doch geklappt. Jetzt mittlerweile kennen wir uns hier doch so etwas besser aus und da findet man das dann doch etwas besser, wenn man sich besser auskennt. Ja, da ist doch was dran. Hat was. Ach, wir haben die Roboter jetzt noch nicht. Curie, kommst du mit oder springst du lieber? Zu spät. Oh nein! Oha, das war knapp. Wo sind wir denn da hängen geblieben? Ach so, auf so einem Träger. Stahlträger da. Was ist denn hier los? Achso, das ist der Versorger. Ich dachte, es ist ein Händler jetzt. Das ist eine normale Siedlerin. Na gut. Nein, es ist Gammelkala. Haha, was macht sie denn hier? Das Kala, du. Das, wieder zurück. Ja, Moment. Wir müssen erst essen. Dass du hier zu finden bist, hätte ich jetzt aber nicht mitgerechnet. Das hätte ich nicht gedacht jetzt. Nein. Wo ist denn... Na, dann essen wir hier so eine Köderkeule, das geht ja auch. Rückzeit. Ja, wir wollen hier durch. Kala, du schon wieder. Willst du handeln? Gammelkala ist aber auch irgendwo sympathisch mit ihren geröteten Augen, oder? Ich schau's mir an. Sie ist die Einzige... Wenn du was kaputt machst, musst du's kaufen. Dann machen wir alles kaputt. Dann müssen wir alles kaufen. Aber für den halben Preis, weil es kaputt ist. Ah, ja okay. Das hatten wir schon. Das hat schon einen Bart. Einen Bart. Ja, Gammelkala. Sie ist sympathisch, auch weil sie... Sie hat ja gar nichts für uns. Nichts für raus hier, oder? Sympathisch auch nicht nur der geröteten Augen wegen, sondern sie ist ja auch eine sehr mutige Händlerin. Sie ist die Einzige, die rumläuft ohne Karawanenwachen. Die anderen haben ja immer so 2-3 Wachen dabei. Isabel. Entschuldigung. Sei vorsichtig da draußen. Durch meine Modifikationen sind die Roboter ziemlich gefährlich geworden. Ja, wir haben das schon gemerkt. Was sagst du dazu? Wie kommst du mit all dem hier klar? Nicht schlecht, nicht gut. Ich schätze, ich komme irgendwie klar. Ja, das war noch nicht alles. Hallo. Ich hoffe, du stößt da draußen nicht auf noch mehr von ihnen. In größeren Gruppen sind sie noch gefährlicher. Tauschen wir. Handeln wir, klar. Ja, da bedanke ich mich auch nochmal für den Tipp, dass Isabel, dass man da eben auf Tauschen klicken muss, um mit ihr Handel betreiben zu können. Sonst hätten wir es heute noch nicht gewusst. Ich glaube nicht, dass wir von selbst darauf gekommen wären. Wir haben gar nichts für sie. Oh, Curie, das kann alles in den Müll. Du hast ja so recht. Und wir bauen hoffentlich hier auch ein Voltec-Besucherverwaltungssystem auf. Ich hoffe mal, dass es klappt. Sonst müssten... Ey, es klappt nicht. Nein, wir sind hier falsch. Hier müssen wir rein, ich dachte schon. Nein, es klappt nicht. Ja, dann müssen wir den Schuldigen so ausfindig machen. Das ist aber schade. Ja, das steht uns hier nicht zur Verfügung, das System. Na gut. Dann können wir aber vielleicht eines tun. Wir können hier eine Glocke vielleicht aufbauen. Ja, immerhin klappt das. Und wir bauen sie provokativ hier
In die Mitte. Naja, die kommen ja nicht von weit her, hier die Leute. Ihr habt alle nichts zu tun hier. Das ist klar, wir können euch alle wegschicken nachher irgendwo anders hin. Ja, aber eine Versorgerin müsste auch hier sein oder ein Versorger. Schade. Das heißt, wir können diese Versorgungsroute auch überhaupt nicht kappen. Das bedeutet, wir können wieder zurück nach County Crossing. Und das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Diese Folge ist am Ende. Und wir haben in dieser Folge vor allem eins. Wir haben ballistische Faser eingekauft. Und ansonsten haben wir es nicht geschafft, eine Versorgungsroute aufzubauen. Aber wie gesagt, ballistische Faser. Moment, wir gehen mal schnell schlafen, ein Stündchen. Ballistische Faser, wie gesagt, haben wir kaufen können. Und die Versorgungsroute hier, wir gucken jetzt nochmal ganz schnell nach, aber nein, die können wir nicht auflösen. Alle sind sie arbeitssuchend hier. Das ist so die Faulenzer-Siedlung. Oder beziehungsweise die Urlaubssiedlung. Ich sage ja immer ganz gerne ins Exil geschickt. Nun, ja. Mit diesem Bild darf ich mich dann bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch auch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.